Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ungewöhnlich deutlich hat sich Israels Regierungschef Yair Lapid in einer Rede vor der UN-Generalversammlung in New York für einen Palästinenserstaat ausgesprochen. Ein Abkommen mit den Palästinensern, basierend auf zwei Staaten für zwei Völker, sei das Richtige für Israels Sicherheit, für Israels Wirtschaft und für die Zukunft seiner Kinder. Lapid unterstrich, ein künftiger Palästinenserstaat müsse friedlich sein und dürfe keine Terrorbasis werden. Das sei die einzige Bedingung. Lob erhielt der Premierminister von US-Präsident Joe Biden. Entsetzt zeigte sich die zionistische Organisation Amerikas. In ihrer Stellungnahme heißt es, Lapid habe einen palästinensischen terroristischen Diktaturstaat auf Israels rechtmäßigem Land öffentlich gebilligt. Zur Rede von Yair Lapid nun ein Kommentar von Tommy Müller, dem Leiter von Focus Jerusalem. Das palästinensische Volk hat einen eigenen Staat verdient. Das räumen mittlerweile selbst viele nationalreligiöse Israelis ein. Ein großer Teil der Palästinenser möchte selbstbestimmt und in Frieden leben. Es gibt aber auch jene, die schon als Kinder zum Judenhass erzogen wurden. Sie träumen von einem Palästina vom Jordan bis zum Mittelmeer ohne Israel. Einen solchen Staat wollen auch die Terroristen von Hamas und islamischem Dschihad. Sie denken gar nicht daran, ihre Waffen niederzulegen. Das Angebot eines kleinen, entmilitarisierten Palästinenserstaates lässt sie völlig kalt. Vor diesem Hintergrund war Lapids Rede sicherlich gut für seinen Wahlkampf. Eine realistische Perspektive im Nahostkonflikt hat sie aber nicht aufgezeigt. Zehntausende von Gebetszetteln, die von Besuchern in die Ritzen der Kotel gesteckt worden waren, sind unter rabbinischer Aufsicht entfernt worden. Traditionell geschieht das zweimal im Jahr, jeweils vor den Feiertagen Rosh Hashanah und Pessach. Die Zettel werden gesammelt und gemeinsam mit nicht mehr benötigten heiligen Büchern und Schriften auf dem Ölberg in Jerusalem begraben. Der Rabbiner der Klagemauer, Shmuel Rabinowitz, überwachte die Aktion. Er betete, dass die aufgeschriebenen Bitten erhört werden. Unter den Briefen an Gott, die bei der Aktion eingesammelt wurden, waren etliche von Focus Jerusalem Freunden. Sie waren an unser Jerusalemer Büro geschickt und von unseren Mitarbeitern an die Klagemauer gebracht worden. Die Bevölkerung Israels wächst stetig. Die Regierung erwartet laut einer neuen Studie, dass Ende 2024 voraussichtlich die 10-Millionen-Grenze erreicht wird. Rund drei Viertel der Einwohner sind Juden, etwa 20% sind muslimische oder christliche Araber. Im hebräischen Kalenderjahr 5782 gab es die größte Zahl von Neueinwanderern seit 20 Jahren. Die israelischen Behörden halfen 60.000 Einwanderern aus 93 Ländern dabei, ins Heilige Land zu kommen. Die meisten Neueinwanderer kamen aus Russland und der Ukraine nach Israel. Die Tageszeitung Jerusalem Post hat eine Liste der 50 einflussreichsten Juden der Welt veröffentlicht. Platz 1 belegt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Russlands Invasion habe ihn ins Rampenlicht gerückt und ihn auf eine Weise auf die Probe gestellt, wie es nur wenige Führer in der heutigen Welt erlebt hätten, hieß es. Auf den zweiten Platz setzten die Journalisten Israels Premierminister Yair Lapid. Den dritten Platz belegt die französische Regierungschefin Elisabeth Borne. Es folgen der US-Botschafter in Israel Tom Neitz und Oppositionsführer Benjamin Netanyahu. Wir kommen zum Wetter. In Jerusalem bleibt es sommerlich heiß bei 30 Grad. Sonne pur gibt es auch am Toten Meer und am See Genezareth bei bis zu 37 Grad. Das waren unsere Meldungen für diese Woche. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Zeit.